Ja, hallo und herzlich willkommen zum DFA Gildentipp Nummer 27. Heute wieder im Zittergipfelgebirge in den Baumgrenzenfällen. Nur Zuhl, das wollen wir gemeinsam erfolgreich bewältigen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So, liebe Leute, willkommen im frostigen Zittergipfelgebirge und zwar am Rande, würde ich fast meinen, weil hier wird es langsam grün und zwar in den Baumgrenzenfällen oder die Baumgrenzenfälle und da befinden wir uns im Nordosten unter Sektor Suhl, das Sprungrätsel, was wir auch heute machen wollen und zwar an der Wegmarke Fundament 86. Nicht lange reden, sondern gleich ins Getümmel und zwar von der Wegmarke ab in die Höhle hier. Und an der ersten Gabelung, nämlich hier, dann gleich mal nach rechts in diesen etwas unscheinbaren Gang. Denn dort ist der richtige Weg. So, die frostigen Fledermäuse, die lassen wir hier einfach mal hängen, liegen oder fliegen. Je nachdem, in welchem Zustand sie sich bei euch befinden, genauso wie diese Raupen hier. Denn das hält ja alles nur auf. Also links und dann rechts an diesem Gebilde vorbei. Einmal treffen lassen, das ist immer ganz wichtig. Nein, mein Spaß. Durch diesen unscheinbaren Durchgang hindurch und am besten links halten wir da. Entgeht hier unten den ganzen Rattenbären und Eisformationen. Und seid einfach ein kleines Stück schneller. So, hier nehmen wir uns mal eine Ladung Schneebälle. Denn wenn wir jetzt hier, also hier an der Seite, wo die Schneebälle liegen, einfach hoch. Da könnt ihr hier auf so ein bisschen Geröll ruhig hochspringen, denn die Schneebälle brauchen wir für dieses gepresste Eis, was wir unbedingt kaputt machen wollen. Das ist ganz wichtig, weil dieses Eis, das wirft uns dann doch arg runter, wenn es neben uns explodiert. Und das wäre nicht so gut, wenn ihr dieses Sprungrätsel schaffen wollt. Das erste Eis geht manchmal auch so. Hier ist ein Veteranrattenbär. Also wenn ihr oben ankommt, hier durch den Tunnel durch, den Veteranrattenbär entweder machen oder nicht. Man kann den auch einfach wieder abziehen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. So, als nächstes aber wollen wir hier unten möglichst heile ankommen. Und das ist gar nicht mal so einfach, weil diese Steine, die hier runterfallen, die werden euch definitiv töten. Bei dem Feuer, da haltet ihr 1-2 Strahlen aus. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Und deswegen denke ich mir einfach, Geronimo, auf nach unten. Und tatsächlich mit doch reichlich Glück, mit reichlich Glück überlebt. Also erstmal hier wieder aufladen lassen, ich wollte schon sagen. Und dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr hier auf diese Plattform springen und auf das Rohr laufen, von dem ihr dann auf ein anderes Rohr springen müsst. Oder ihr springt hier runter und kommt dann einfach hier oder hier oder hier hoch. Das ist einfach, wie euch das besser beliebt. Ich finde diesen Weg, also auf diese Plattform zu springen, am einfachsten. Hier müsst ihr nur aufpassen, hier oben kommt ein Steinchen vom Himmel. Der macht Aua. Also einfach schnell weiter und auf das untere Rohr gekrabbelt. Beziehungsweise gesprungen oder gefallen. Hier vorne kommt ein Zerstörer. Dieser hat es in sich, weil der explodiert. Also Ausweichrolle an dem vorbeimachen. So, und dieser explodiert auch gleich hier. Genau, und macht auch ebenfalls richtig Aua. Deswegen lassen wir den einfach mal explodieren. Hoffen, dass wir nicht sterben. Das wäre ziemlich ärgerlich. Und diesen Veteran-Zerstörer-Troll, ja, den könnt ihr entweder machen. Ich lasse den jetzt einfach mal da in die Ecke ziehen, weil dann sieht der gute Mann mich nicht mehr. Oder die gute Frau, vielleicht sind die ja auch. Nach Geschlechtern geordnet, wollte ich gerade sagen. So, ab hier dürftet ihr dann unten den Erfolg sehen, dass ihr das Sprungrätsel nur zu erfolgreich beendet habt. Wir sehen hier in der Ecke, hier hinten, seht ihr diese Truhe.
ne, die ja eigentlich zu einem Sprungrätsel dazugehört. Dafür ist es aber wichtig, diesen riesen Trollzerstörer kaputt zu klatschen. Alleine ist das wirklich eine ziemlich haarige Sache. Ich hab's vorhin probiert, ich hab's nicht geschafft, deswegen gehe ich das jetzt gar nicht erst an. Wenn ihr also zwei, drei Leute seid, macht ihn kaputt, schnappt euch noch die Truhe und ja, dann habt ihr das Sprungrätsel komplett mit Truhe. Aber wie gesagt, den Erfolg für das Sprungrätsel bekommt ihr schon hier. Gut, das wär's dann auch gewesen für das Sprungrätsel, nur Zool in den Baumgrenzen fällen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig geholfen und wir sehen uns eventuell dann beim nächsten DFA-Gildentipp wieder. Also, bis dahin, auf Wiedersehen!